Hallo ihr Lieben, ihr wolltet es, haben so viele gefragt, ob ich doch noch wieder ein bisschen was zu Love Island mache. Läuft ja schon eine Woche, aber okay, ich habe mich breitschlagen lassen. Wir steigen ein in Folge 5 heute. Gibt ja heute die erste Paarungszeremonie. Wer Love Island nicht kennt, ja, ich finde es super amüsant, kommt abends jetzt 4 Wochen lang fast jeden Abend 20.15 Uhr auf RTL 2 oder auf TV Now, mit denen ich übrigens nichts zu tun habe. Zeigt wirklich auf eine amüsante Art so Dating-Thematiken auf und ich finde es lustig und ich glaube, ich brauche mal kleine Pause von zu viel Drama-Content, der ja auch wichtig ist, aber vielleicht ist auch mal was anderes hier. Also natürlich könnt ihr mir trotzdem weiter eure Fragen schicken über das Formular auf liebeschiff.de und mach bestimmt auch mal wieder normale Videos zwischendurch. Ja, wenn ihr es wieder hört, dann gibt es gerade noch, ich glaube, als letzten Tag, also bis Sonntagabend gibt es diese Aktion noch, 24% auf all meine Kurse, Sessions, frei 24 und sollte ich auch hoffentlich unten runtergepackt haben, den Link für mein neues Buch. Ja, ist vorbestellbar und ihr habt es echt geschafft, dass es gleich in die Top 100 bei Amazon eingestiegen ist und in zwischenzeitlich zumindest mal in die Top, weiß mal, oder nee, ist glaube ich Platz 21 in der Ratgeberliteratur oder irgendwie sowas, Wahnsinn. Macht weiter so. Sehr gut. Wer das Buch noch nicht kennt, vom Opfer zum Gestalter. Gut, aber jetzt zu Love Island. Und ich finde es eigentlich, ich dachte erst auch, das fängt aber langweilig an, aber mittlerweile fing ich richtig drin, habe ich so gemerkt. Und fand die Folge heute auch sehr spannend. Und ja, gehen wir es mal durch. Ja, schauen wir erstmal beim Adriano. Adriano finde ich echt einen coolen Typen, muss ich sagen. Ich fand den erst total dröger, aber ich finde den immer sympathischer. Ich finde, das ist so ein Typ, der ist, bisher voll in seiner Polarität, aber ohne jetzt, wirkt auf mich jetzt irgendwie null manipulativ oder irgendwie sowas. Wir gucken ihm mal beim Daten zu, weil er ja jetzt sein Couple ja auch so ein bisschen sichern muss vor dieser Zeremonie heute Abend, wo dann jemand rausfliegen kann. So, weil du halt optisch einfach am attraktivsten bist, so am interessantesten. Wow. Also das. Ja, also sehr hölzern, sag ich mal. Und seine Auserwählte, denke ich manchmal auch, Alter. Also er macht ja kein Lovebombing oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil, ist sehr hölzern. Aber wie sie so reagiert, ja gut, sie ist jung, aber wo ich so auch so gedacht habe, man sollte einfach auf ein Kompliment nicht so abgehen, weil das ist immer die Gefahr. Also zeigt auch immer so ein bisschen, dass man sich dazu zu abhängig von macht, was andere von einem denken und ja, welche Folgen das dann haben kann. Wissen wir ja, dass man dann unter Umständen Wahlen trifft, die nicht so gut sind. Aber gut, ich habe bei den beiden eigentlich bisher, ja, wirkt irgendwie ganz harmonisch und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, nächste Folge gibt es dann einen Test für Adriano auf jeden Fall. War zum Glück kein Deutschtest. Kompatibilitätstest? Ja, und jetzt kommt Folgendes. Ja, das Thema Kompatibilität. Also ich habe ja mit den Ohren geschlackert. Also das ist ja ein Wort, das habe ich in so einer Dating-Trash-TV-Sendung noch nie gehört. Kompatibilität. Wow. Die Welt entwickelt sich. Und offensichtlich hatten die jetzt einen Test gemacht und man guckt jetzt, wie passt Chemie, also was die Leute jetzt denken, versus was in den Tests rausgekommen ist. Jetzt muss ich sagen, ich finde persönlich, also wir arbeiten da ja auch dran, wie wir das machen, jetzt in der Soul-Matching-Dating-App. So viele Projekte gerade, Wahnsinn. Egal. Und grundsätzlich ist das so mit Tests echt so eine Sache. Also natürlich kann man, ja, also Adriano wird ja gleich was Lustiges zu sagen, finde ich. Also es ist tatsächlich schwer, jetzt am Schreibtisch zu gucken, wenn zwei Menschen sich mögen. Es gibt sicherlich Hinweise, ähnliche Einstellungen, ähnliche Hobbys, ähnliche weiß nicht was. Oder man kann auch sagen, ja, von dem Bindungssystem passen die gut zusammen. Ob sich dann auch gut finden, ist halt eine ganz andere Frage, ne? Aber gut. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu Greta. Also jetzt gibt's halt, jetzt müssen die halt sich aufstellen, wenn sie, was sie meinen, was in so einem Test rauskommt.
Und jetzt ist ja Greta und Finn sind ein Paar. Und da könnte man ja erwarten, dass sie vielleicht ihn auch auf Platz 1 setzt. Aber echt, also Greta triggert mich ziemlich, muss ich echt sagen. So, die ist halt, also Loyalität hat die halt überhaupt nicht. Ich meine, was heißt Loyalität? Also, entweder sie hat sich damit oder sie steht aber nicht genug auf ihm. Auf jeden Fall hat sie so die Eier, sag ich mal, ihn knallhart auf jemand anders auf Platz 1 zu setzen, dem auch noch einen Kuss zu geben, wo ich so dachte, ey, oh, also wenn ich mir sowas als Mann angucken würde, also in einer echten Dating-Situation, ich, also bei mir sofort Ofen aus. Ich finde, als Mann sollte man wirklich Loyalität, sollte ganz oben sein. Ich meine, klar, die sind jetzt nicht, ich nutze das jetzt mal so als Beispiel, ich meine, ich weiß, das ist natürlich, die dürfen, sollen es machen, dürfen es, jeder darf es, aber ist schon, war bestimmt ein kleiner Schmerzmoment für Finn. Aber jetzt mal eine coole Aussage von Adriano. Kein Test der Welt kompatibler ist als das reale Leben. Ja, finde ich sehr stark, finde ich sehr stark. Gut, Finn leidet jetzt weiter, gucken wir mal rein. Deswegen geht das halt voll so immer noch, so sie möchte alle kennenlernen und so. Ja. Soll sie machen, alles gut. Ja, wie gesagt, ich meine, sie darf es, aber für Finn heißt es jetzt, also wenn das jetzt, wie gesagt, wenn man es jetzt mal guckt, wie das, wie kann man das so datingmäßig analysieren, an dem Punkt sollte man es mal einfach sagen, ey, ja, weiß ich nicht, ich treffe diese Frauen irgendwie nur locker, ich gucke auf jeden Fall weiter, sagt ja sein Kumpel dann auch, und weil offensichtlich, ja, also weiß ich nicht, hat sie andere Pläne, als sich da auf ihn zu fokussieren, so, sagen wir mal so. So, jetzt kommen wir erstmal zu Livia und der, oh, ich habe den Namen gerade vergessen, zu der Granate. Die Granate muss ja auch noch, also die männliche Granate muss ja auch noch jemand finden und überlegt sich jetzt, wen nehme ich jetzt? Ja, jetzt kommen wir, also Livia, das finde ich halt so witzig. Also Livia ist ja, weiß ich nicht, Miss so und so, Miss Süddeutschland, Fitnesstrainerin, wahrscheinlich auch Influencerin. Und also schon so, eigentlich finde ich ja bei Love Island sollten das immer so unbekanntere Leute sein, finde ich persönlich immer besser. Aber gut, aber selbst die wo wahrscheinlich, ja, sicherlich viele Männer sagen würden, ja, klar, den nehme ich. Ja, hat natürlich nichts Besseres zu tun. Also da sieht man mal, wie dieser Liebeschip so arbeitet, ne? Oder was weiß ich, was das alles ist manchmal. Also nichts Besseres zu tun, als denjenigen gut zu finden, der sie gerade nicht will, irgendwie so, ne? Und holt sich dann jetzt diese Abfuhr ab von dem einen irgendwie, der sie nicht will, so ungefähr, und ist ganz schrecklich geknickt. Also ich finde das wirklich unglaublich, dass, also selbst bei Leuten, die sicherlich, sag ich mal, jetzt attraktivitätsmäßig da wenig Probleme haben, können sich die gleichen Probleme kreieren, indem sie einfach ja, mit einer Nadel, mit der Nadel im Heuhaufen den einen finden, der sie jetzt gerade nicht will. Das ist nicht so unglaublich. Aber so ist das, ne? Kennen bestimmt viele. Ja, schauen wir mal der Granate beim Dating zu. Ich will auch eine gewisse Eroberungsbereitschaft zeigen. Also man merkt, dass er sich in seinem Leben bisher wahrscheinlich so datingmäßig nicht groß anstrengend braucht. Also ist auch so oberhölzern. Aber ja, das ist halt so, ne? Wenn man, weiß ich nicht, wenn man halt mit Optik punkten kann. Und ich glaube, ihn finden bestimmt ganz viele Frauen toll. Ja, dann braucht man sich sonst nicht groß anstrengen, ne? Ja, kommen wir nochmal kurz zurück zu Livia. Ja, also weißt du, ich will eigentlich schon die Nummer 1 sein und nicht die Nummer 2. Ja, das ist das Dilemma. Das ist das Dilemma des Liebeschips, dass man häufig, dass man immer die will, die man nicht haben kann. Ne? Das ist doch wirklich faszinierend. Und die man haben kann, weiß ich nicht, ist dann fürs Ego nicht genug Challenge oder ich weiß es nicht. Ist unfassbar. So, dann haben wir Auftritt der Moderatorin Jana Ina. Und ich muss ja wirklich sagen, die ist ja doppelt so alt, aber was man gut sehen kann, dass Alter eben auch zu mehr Ausstrahlung führt. Und die klatscht ja so ausstrahlungsmäßig, klatscht die alle an die Wand. Also, ja, nur mal so am Rande. Ja, gut, und jetzt müssen sie sich halt neu kappeln. Ein Mann muss rausfliegen. Und dann schauen wir mal kurz rein, als Adriano da von seiner Flamme gewählt worden. Das muss ich gerade noch mal gucken. Wie heißt sie denn noch? Den Namen habe ich noch nicht so drauf.
Bianca. Da wurde er gefragt, ja, will er denn jetzt, also ich fand auch, dass er so wenig, weiß ich nicht, wenig, also das ist das Einzige, wo man jetzt denken könnte, ein bisschen erstaunlich, dass er nicht mehr unternimmt, so, ne, mehr auf sie zugeht. Wobei das Bianca, glaube ich, ganz gut gefällt, so irgendwie. Mutter gefragt, machst du denn jetzt mehr? Und hören wir mal seine Antwort an. Ich werde genauso weitermachen wie bisher. Und ich denke, dass sich dieser natürliche, gesunde Verlauf etwas intensivieren wird. Ja, finde ich super geil, super männlich. Ich mache genauso weiter wie bisher. Ich fahre meinen Streifen und ja, ihr gefällt das. Und ja, er hat Erfolg damit. So, jetzt kommen wir mal zu Emilia. Die hatte echt einen mega starken Auftritt. Also übrigens, Emilia ist jemand, der meiner Ansicht nach total in ihrer weiblichen Polarität ist. Mega. Und ja, ich finde auch wirklich echt einen ganz starken Auftritt hat. Und ja, sie will jetzt Finn, ne? Also sie trifft, also ich würde sagen, sie trifft wirklich eine Herzensentscheidung. Sagt, ich stehe dazu. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, also Finn, er ist, glaube ich, nicht so ganz happy damit. Er sollte happy sein damit, weil Greta wird ihm wahrscheinlich sowieso nur das Herz brechen. Und ich finde es auch, ja, das ist halt, Greta spielt halt mit dem Feuer und denkt sich, ist mir doch scheißegal. Ich brauche da nicht loyal sein. Ich kann machen, was ich will. Und dann schlichtes Karma, wenn man so will, oder auch, egal wie man das nennt jetzt, aber schlicht direkt zurück. Und ja, dann muss man eben auch damit leben, wenn der andere das genauso locker, oder wenn das Schicksal das genauso locker sieht und man plötzlich da mal allein steht. Ne? Das ist, ja, sehr amüsant. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert mal gern, ob ihr da mehr von haben wollt. Ist immer sehr aufwendig, weil das so täglich läuft und jeden Tag geht wahrscheinlich nicht, aber je mehr ihr kommentiert und liked, umso mehr Motivation verspüre ich, das auch weiterzumachen in den nächsten Wochen und wir werden uns bald wiedersehen.